Meter, man sieht hinten, dass man eigentlich fast gar nichts sieht. Und wie Sie es rechts im Bild sehen, das reicht schon aus, ein paar Pixel, um von der Kamera aus die Detektion durchführen zu lassen von einem Objekt. In dem Fall ist es dann eine Person und die Kameras können das dann auch natürlich klassifizieren im Sinne von, es gibt eine Objektklassifizierung, ist es ein Mensch, ist es ein Fahrzeug, ist es ein Hund oder eine Katze. Weil bei Hunden und Katzen will ich keinen Alarm haben, wenn die in so einen Perimeter eindringen, bei Menschen schon. Sofort die erste Frage. Wir sehen das wunderbar, dass die Körper darauf zu sehen sind, die sich bewegen. Aber wenn sich jetzt jemand bewegt, ein Gesicht damit zu erkennen, denke ich, wäre schwer, wenn er sich auf mich zu bewegt. Sind die auch in einem Gerät zu bekommen? Ja, um Gottes Willen, da kommen wir gleich dazu. Ja. Es gibt natürlich nur Thermalkameras, ein Single Lens nennen wir, wo nur ein Thermaldetektor drin ist. Die gibt es aber auch mittlerweile mit einem Bispektralobjektiv, also in der Bispektralausführung. Das sieht in einem Gehäuse wirklich ein thermal und optisches Bild haben, weil sie brauchen diese Information auch, um beim Thema Brandfrüherkennung Fehlalarme zu minimieren, wodurch Sonnenreflexion dann verursacht werden kann. Aber dazu später mehr. Gesichter, sehr schwer mit nur rein thermal zu detektieren. Es geht, es ist nicht unmöglich. Dann sind wir aber bei diesem Shortwave Infrared, nennt man die. Und das sind Kameras, die fangen ab 100.000 Euro aufwärts an. Ach, doch, so und die benutzen meistens so. Und das sind Militäranwendungen, wo die Thermalkameras wirklich angewandt werden. Und die Technologie an sich ist nichts Neues. Die gibt es wirklich seit Jahrzehnten. Hat sich auch nicht irgendwie verändert. Es ist immer das gleiche Prinzip. Und hauptsächlich fand das dann natürlich Einsatz in Militäranwendungen, Behörden, Personensuche und so weiter und so fort. Aber hier geht es erstmal darum, dass man dieses Grundprinzip von dieser Thermaltechnologie erstmal versteht. Bedeutet, das Produkt ist in der Lage, mit dem Detektor wirklich kleinste Temperaturabweichungen aus keine Ahnung welcher Entfernung, es hängt nur mit der Linse ab, welche Entfernung man dann hat, dann ein Bild darstellen zu können. Hier sieht man wieder beispielsweise, dass man eigentlich nichts sieht, bei solchen Verhältnissen, wo es mit Dickicht ist und schlechte Lichtverhältnisse, und bei der Thermalkammer entgeht Ihnen die Person da hinten gar nicht. Auch hier nochmal ein Beispiel. Hier sieht man, wenn wir jetzt eine Regel definieren, einige von Ihnen setzen heimischen Kameras ein, da reichen die Bildunterschiede nicht mehr aus bei diesen Kameras teilweise, dass da die Person detektiert wird. Sie sehen hier, dass das überhaupt kein Problem ist. Es ist ein reines Thermalbild, das ist wirklich, da werden Grauwerte in Grauwert umgewandelt und dieses Bild erzeugt. Hängt dann natürlich davon ab, wie groß die Auflösung ist, wie genau das Ganze dann dargestellt werden kann. Aber das Prinzip an sich ist klar. Es geht um eine Hitzesignatur, die dargestellt wird. Und jetzt geht es darum, mit diesen Informationen können wir dann temperaturbedingte Alarme generieren. Eine Feuerdetektion für eine Thermalkammer ist eine sehr, sehr einfache Anwendung. Das ist wirklich super einfach. Das Ding erkennt die Feuerquelle und gibt sofort einen Alarm. Natürlich ist ein Alarm, wenn ein Feuer kommt, natürlich okay, aber in der Regel wollen wir kein Feuer detektieren, sondern wir wollen präventiv arbeiten, bevor ein Feuer entsteht. Und wo macht man das? Das hängt dann davon ab, welche Anwendungen man natürlich hat. Es gibt natürlich Anwendungen, wo man präventiv eingreifen kann, beispielsweise im Recycling-Sektor, da bei den ganzen Recyclinghöfen, die brennen in der Regel einmal im Monat, entzündet sich irgendwas dort, ob es jetzt der Bioabfall an sich ist oder die ganzen weggeschmissenen Batterien, Wearables. Mittlerweile gibt es so viele Geräte mit Batterien, die einfach entsorgt werden, die dann, wenn sie zerschellert werden, dann entsprechend sich dann entflammen. Hier haben wir dann die ganzen natürlich vertikalen Märkte für Brandfrüherkennung und Detektion, letztendlich wirklich überall, wo dann eine temperaturbedingte Alarmierung stattfinden soll, wird es benutzt in dem Energiesektor, Umspannwerke beispielsweise, dass man da die ganzen Bauteile nach Alarm oder nach Temperaturen misst, ob sie jetzt mit Petrochemikalien unterwegs sind, wo dann Füllstände von Silos zum Beispiel mithilfe von Thermalkameras dargestellt werden können. Wir reden hier von Kameras, die wirklich ohne eine Kühlung einen Temperaturunterschied von 25 Millikelvin von einem Pixel zu dem anderen darstellen können. Früher war das so, vor 10 Jahren, dass die Kameras nicht so empfindlich waren. So konnten sie im Sommer eine Person, die 37, 38 Grad Körpertemperatur hatte, vor einer Betonwand schlecht sehen konnten. Und überall in der Produktion natürlich ganz großes Thema ist das Recycling. Im Recycling werden die Dinger sehr häufig eingesetzt.
was wir auch immer wieder stark merken, in Lager, Warenlager, wo Batterien gelagert werden, da kommen sehr häufig Anfragen, wir müssen da eine Brandfrüherkennung zur Verfügung stellen. Bei Batterien ist es immer ein bisschen schwieriger, weil hängt von der Batteriezusammensetzung ab. Wenn die Dinger hochgehen, man kennt das von E-Fahrzeugen, dann gehen die richtig hoch. Das hängt aber davon ab, was da Halter macht. Wir wollen präventiv arbeiten. Bei solchen Sachen wie jetzt Waldbrandgefährdung detektieren wir das Feuer, weil es ist dann natürlich, irgendwo entsteht Feuer und dann kann man das relativ schnell detektieren. Aber meistens arbeiten wir beim Thema Prävention und Prävention ist nicht Detektion. Und wieso Thermalkameras da jetzt dieses ganze Segment revolutionieren, hängt damit zusammen, dass zum Beispiel, wir haben in Deutschland den am striktesten, reguliertesten Brandmarkt überhaupt der Welt. Führt dazu, dass man geringe Brandtote hat, aber die Auflagen sind sehr streng und auch relativ veraltet. Es gibt erst von VDS seit anderthalb Jahren eine Richtlinie für Thermalkameras, damit man die Geräte überhaupt für Brandfrüherkennungsangelegenheiten einsetzen kann und dann auf Brandmeldeanlagen aufschalten darf, damit dann Versicherungen die Sachen dann abnehmen und dann die Versicherungsprämie teilweise runterdrücken. Was haben wir heute? Die traditionellen Detektoren und Rauchmelder. Wir haben einen Rauchdetektor, alles schön und gut, das Ding detektiert, aber da muss schon erstmal rauchen, damit das Ding detektiert. Was machen wir denn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Lagerhalle haben, die 15, 20 Meter hoch ist, dann gibt es da oben Hitzestau, die Dinger detektieren das Ding gar nicht mehr und damit haben wir schon Probleme. Heatdetektoren, auch da muss eine gewisse Hitze schon entstehen, damit überhaupt detektiert wird, dann ist es auch wiederum zu spät. Oder auch Flammendetektoren, da brauche ich schon eine Flamme, damit das Ding detektiert. Bedeutet überall, wo die Thermalkameras jetzt mittlerweile bei der Brandfrüherkennung zum Einsatz kommen, haben sie extreme Vorteile. Die Frage ist nur, inwiefern können sie das einsetzen und was sind die Auflagen von den Versicherungen? Es gibt welche, die machen das auf freiwilliger Basis. Da gibt es natürlich viele, die, bei denen schon ein Schaden entstanden ist, die dann die Auflage bekommen, dort eine Brandfrüherkennung in der Form von Thermalkameras dann durchzuführen. Wir sehen hier jetzt beispielsweise wirklich so einen Fall von unseren Kameras, wo wir das dann aufnehmen konnten. Und das ist eine Recyclinganlage an sich, die wird dann direkt auf Temperaturen überwacht. Die Kameras können bis zu 10 Punkte, die wir dann einzeichnen, also Felder, Temperaturen detektieren. Und hier sehen wir, wie die Temperatur langsam steigt in dem Container. Es geht auf 85, die Voralarmgeschichte ist schon angegangen. Es wurde definiert, dass dann ein Alarm bei 90 Grad auftritt. Sie sehen, wie es sich entzündet. Die Jungs da drin haben schon längst die Information bekommen, dass dort ein Feuer entsteht. Und die Leute, die in den Recyclingzentren arbeiten, sind in der Regel ziemlich gut, die Feuer selbst zu löschen, weil es ziemlich häufig stattfindet dort. Schlimm ist es, wenn da keiner vor Ort ist. Nachts beispielsweise, dann braucht man die ganze Geschichte. Und da sieht man, wie schnell so ein Feuer dann natürlich sich ausbreiten kann. Aber die Jungs sind da ziemlich gut, kommen schnell an und haben dann noch so einen Löschschlauch. Aber so sieht das Ganze wirklich in dem reellen Einsatzfeld dann auch aus. So, die Anwendung an sich ist sehr simpel für eine Thermalkamera. Eine Temperatur messen kann ich ziemlich genau. Plus, minus 2 Grad genau. Wie mit mehr Kalibrierung. Wir hatten damals Kameras, womit wir dann beispielsweise auch Körperoberflächentemperaturen gemessen haben bei der Pandemie, um damit dann ganz genau plus minus 2 Grad, 0,2 Grad genau, eine plus minus 2 Grad ist bei menschlicher Oberfläche tot oder nicht tot. Also da gibt es auch dann die genaueren Messungen. Und immer wieder sind es die gleichen Anwendungen, die wir hier vorfinden. Hier haben wir ein Beispiel, jetzt beispielsweise wieder so eine Recyclinganlage. Und man kann pro Kamera bis zu 10 Felder eintragen und für jedes Feld eine eigenständige Alarmierungsregel definieren. Voralarm, Hauptalarm, was soll passieren, wenn das dann stattfindet. Und die Geräte eignen sich wirklich hervorragend dafür, wie keine andere Technologie. Alle Thermalgeräte, die darauf spezialisiert sind, eine temperaturbedingte Alarmierung durchzuführen. Natürlich auch Perimeterschutz an sich, aber wir sind hier an dem Thema natürlich Brandfrüherkennung. Und dann gibt es das natürlich, wo werden die Geräte eingesetzt? In Warenlagern, sehr häufig Gas-Storage, Batterielager, Datenzentren, Server-Farmen an sich brauchen solche Sachen auch, um dann eine Temperaturalarmierung durchzuführen, temperaturbedingte Brandfrüherkennung durchzuführen. Auch dafür gibt es dann verschiedenste Kameras von uns. Alle Kameras können das Gleiche, die Frage ist nur, für welche Entfernung.
Und die Entfernung, die ich dann dort vorher definiere, macht sich dann auch hinterher im Preis bemerkbar der Anwendung, weil die Linsen sind eigentlich das Teure in der Thermalkammer an sich und somit ergibt sich dann eine gewisse Lösung. Randnotiz, Museen haben wir hier jetzt beispielsweise, da ist ja in Frankreich ist ja die Riesenkirche abgebrannt, die Notre Dame, das war eigentlich ganz schade. Und wie das Ding zustande gekommen ist, die hatten Rauchmelder dort, die Rauchmelder haben Alarm geschlagen. Da hat man da durchgefunden, hat gesagt, hier, da gibt es einen Alarm. Diesen Wächter gesagt, geh mal hin, guck mal bitte da oben, Abteilung 2C. Guck mal, ob da wirklich Feuer ist. Er ist da hochgegangen, hat hingeguckt, hat gesagt, nee, muss ein Fehlalarm sein, durchgegeben, Fehlalarm. Sagt, geh noch mal hin, guck noch mal bitte. Nein, ist echt kein Alarm. Zum dritten Mal hingegangen, nein, da ist kein Alarm. Und es lag wirklich nur daran, dass sie das Ding dort installiert haben, aber in der Legende woanders eingetragen hatten. Und somit konnten die das nicht wirklich nachvollziehen. Das Resultat kennen wir. Und dann hat man natürlich Nachteile mit solchen Detektoren, wenn man eine Kamera dort hätte, die genauso viel teilweise kostet wie so ein cooler Detektor, hätte man das auch direkt an dem Bild sehen können, wo das zum Beispiel dann stattgefunden hat. Ja, Einsatzzwecke sind überall, wo wirklich eine Prävention durchgeführt werden muss, wo eine Messung durchgeführt werden muss von irgendwelchen Bauteilen, Anlagen, Sägewerke beispielsweise, wo dann solche Baumstämme reinkommen, gesägt werden. Da die Bauteile an sich, wenn die da heiß laufen und nicht gut geschmiert sind, Sägespäne überall, kann eine Katastrophe erzeugen. Da gibt es verschiedenste Lösungen, wie man halt mit den Produkten, also verschiedenste Produkte, wo man dann auch ganz großflächige Areale relativ simpel und effizient in der Thermalkammer abdecken kann. Wenn Sie ein Riesenareal haben, E-Fahrzeug-Havarieplätze, müssen Sie keine 100 Kameras installieren, ist hier draußen, da reicht eine PDZ-Kamera, die dann wirklich die Presets abfährt, eins nach dem anderen, alle 10 Sekunden, wird schon irgendwann detektieren und so hat man wirklich eine großmögliche Flexibilität, die ganzen Lösungen dann entsprechend an den Mann zu bringen. Auch hier, wir sehen hier jetzt eine Thermalkamera, scannt diesen einen Bauteil ab, fährt zu dem nächsten und erfasst die Temperatur, reicht für 10 Sekunden. Und somit können wir das Ganze dann entsprechend dort anbieten. Ich meine, die Kameras sind wirklich sehr genau in der Messung. Wir haben auch dort hinten dann natürlich ein paar Kameras aufgebaut. Auch die kleinen Versionen mit Magnethalterung, die man in den Serverschränk installieren kann. Um aus kurzen Distanzen von 30 cm so großflächige Areale wie möglich abdecken zu können mit einer großen Öffnung für Serverschränke ab 30 cm, dass man da die Ports beispielsweise messen kann. Und immer wieder wiederholt sich die ganze Geschichte. Wir installieren die Kameras, dieses Bild reicht vollkommen aus, es muss nicht schön aussehen. Es reicht, wenn die Alarmierung erfolgt und die Temperatur gemessen werden kann. Darum geht das immer wieder bei diesen Anwendungen. Ob Sie jetzt so Förderbänder haben, ist überhaupt wurscht, wie viel Meter, ich meine, natürlich gibt es eine Maximum-Geschwindigkeit von so einem Förderband, wo die Thermalkammer detektiert, aber in der Regel reichen die Kameras aus, wenn das Förderband läuft, auf dem Förderband, was vorbeifährt, wirklich die ganzen geschilderten Müllteile nach Temperaturen zu messen und eine Brandfrüherkennung mit Thermalkameras durchführen zu lassen. Auch das wiederholt sich wieder. Wir sind natürlich ein global agierendes Unternehmen, haben dadurch natürlich auch die Vorteile, dass wir aus verschiedensten Ländern die ganze Projektierung dann in die Geräte einfließen lassen zu können. Angefangen haben wir, weil der Markt in Frankreich ein bisschen erwachsener war als der deutsche Markt. Also